Aha. Oh, schon wieder so ein Lud. Ein Fürst, ein neuer Fürst. Wer kommt denn heute? Nur der Zar. Der Zar? Ja. Aus Russland? Na, aus Grammatneusiedl. Der kriegt Blumen von mir. So einen Strauß. Du willst es wagen, den Zar von Russland mit deinem verdammten Blumenstrauß zu belästigen? Ja. Gut, dann ist es aus zwischen uns. Na, endlich. Ach, Christel, so nimm doch Vernunft an. Der Zar ist Russe. Na, was denn sonst? Und er hat so einen Bart. Und er trinkt den ganzen Tag Wodka und dann schmeißt er ein Glasl an die Wand. Und? Ja, und wenn du ihm zu nahe kommst, dann lässt er sich auspeitschen und schickt dich nach Sibirien. Von mir aus. Seine Blumen kriegt er doch. Kriegt er nicht? Kriegt er doch. Kriegt er nicht? Kriegt er doch. Ach, Christel, ich muss dir was Wichtiges sagen. Was ist? Bitte nicht schon wieder. Geh. Ich liebe dich ganz fürchterlich. Ich träume immer zu von dir, mein Schatz. Du lässt mir keine Ruhe. Ich wünschte mir, du wärst bei mir geblieben über Nacht. Und neben mir im Doppelbett erwacht. Bin ich allein, dann spreche ich ganz frei. Doch kaum bist du dabei, befällt es mich plötzlich, ich stammre entsetzlich. Verdammte Stotterei. Es tut mir leid, meine Schüchternheit macht es mir all schwer. Doch bitte glaube mir, Lili.